Ja, ganz herzlichen Dank. Es kommt bei mir sehr selten vor, es wird mein Mann bestätigen, aber im Moment bin ich sprachlos. Aber ich muss ja auch nicht reden, sondern Sie dürfen fragen. Wir wollen das so halten, das wäre ganz sozial, wenn die Fragen oder die Einwürfe oder die Ideen, die Sie haben, es müssen nicht unbedingt Fragen sein, das, was Sie sagen wollen, relativ kurz ist. Ich nehme mir dann auch das Recht zu sagen, ich glaube, das reicht. Und wenn Sie dann auch konkret sagen würden, gegen oder wem Sie eine Frage zu stellen haben oder eine Ergänzung, wäre das auch hilfreich. Wir fangen einfach mal an. Da ist der Herr, der vorhin schon einen Anwand hatte. Bitte schön. Ja, Entschuldigung, wenn ich reingeredet habe, aber wenn Sie vielleicht ganz kurz auch Ihren Namen sagen, wäre das auch mal ganz schön. Ich habe eine Frage an die Frau Notz. Und zwar, ich konnte nicht an mir halten, weil sexuelle Selbstbestimmung ein so wichtiges, wichtiges Thema ist für mich. Und das betrifft uns alle. Und wir haben hier hunderttausende selbsternannte Lebensschützer, die demonstrieren und offen auf die Straße gehen. Das sind die, mit denen wir uns, denke ich, beschäftigen müssen. Und mit solchen Leuten habe ich zu tun und werde auch immer gefragt, Mensch, wie ist denn das Abtreibung und so? Erklär mir doch mal. Und diese Frage möchte ich, weil hier ja so viele Fachleute sind, erklären Sie mir doch bitte mal, wenn ich erklärt kriege, Schwangere tragen ein Kind in sich, es sind ungeborene Kinder, was kann ich da aus medizinischer Sicht für Gegenargumente bringen? Wie kann ich sagen, nein, Abtreibung ist gut und das wollen wir und das okay. hat nichts mit dem Kind zu tun? Okay, ich hatte Ihren Namen nicht verstanden, oder? Weber. Sie, wie bitte? Weber. Herr Weber, okay. Wollen Sie gleich direkt darauf antworten? Gibt es denn mal hier das Mikrofon? Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ist an? Jetzt ist an. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was Sie eigentlich von mir wissen wollen. Die Mahnwachen sind da und die Märsche gegen das Leben und was die eigentlich wollen, ich hoffe, das haben wir versucht hier auch darzustellen, nämlich die Abtreibungen verbieten, jede Art von Abtreibung. Und dass sie eben auch Unterstützung aus dem Ausland bekommen und so weiter. Aber was sagen Sie jetzt? Sind Sie Berater jetzt schwanger? Nein, ich glaube, Frau Händel wollte antworten. Ach so, Frau Händel. Nö. Entschuldigen Sie, ich muss jetzt also ein bisschen die Ordnung einhalten. Also, genau. Wie ich den Herrn verstanden habe, möchte er eigentlich von Ihnen hören, warum Abtreibungen gut sind. Abtreibungen sind in keinem Falle gut. Wir sind auch nicht für Abtreibung, weder Pro Familia noch das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung ist für Abtreibung, sondern wir sind der Meinung, dass wenn Frauen in der Lage sind, eine ungewollte Schwangerschaft austragen zu müssen, dass das gegen die sexuelle Selbstbestimmung geht. Es werden mir diejenigen, die jetzt beruflich mit Beratung zu tun haben und so weiter. Unsere Sexualpädagogen bei Pro Familia sagen auch immer, trotz, dass man ja heute besser Zugang zu Verhütungsmitteln hat als in den 50er Jahren zum Beispiel, es wird immer ungewollte Schwangerschaften geben. Das ist einfach aus verschiedenen Situationen abhängig. Und das habe ich ja mehrfach auch betont, dass die Abtreibungsgegner sagen, ja, das ist Kindesmord. Da geben sie dem Embryo, was es eben bis zur 10. Woche ist, und nach der 10. Woche ist es ein Fötus und nach oder eine Föte und erst mit der Geburt ist es als Rechtssubjekt anzuerkennen. Erst dann kann man eigentlich sagen, es ist jetzt ein Kind. So. Und ja. Der Herr Matschik wollte darauf auch noch antworten. Habe ich das richtig verstanden? Ja, weil das Wichtigste jetzt gesagt wurde. Ich würde nur sagen, diese Dichotomie aufzumachen.
Abtreibung gut oder schlecht ist, nun möchte ich auch nicht vertiefen. Das ist nämlich die typische Rhetorik eben gerade der Lebensschützer der sogenannten. Und vielleicht kann man einfach erstmal festhalten, dass Abtreibung an sich nicht gut oder schlecht ist, aber leider ziemlich oft eben einfach eine Notwendigkeit für die Frauen. Die Dame da hinten, ja. Da hinten am Fenster, jetzt hier. Ich wollte eigentlich nur kurz vermitteln, weil ich die Frage von Herrn Weber ganz anders verstanden habe. Ich dachte, oder also korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich fand es sehr spannend. Ich fand die Antwort schon gut. Ja. Genau, ich glaube, es ging darum, dass es ganz oft schwierig ist, vielleicht aus medizinischer Sicht oder aus menschenfreundlicher Sicht zu argumentieren, wenn diese sogenannten und selbsternannten Lebensschützer vor einem stehen und einen mit irgendwelchen Fakten konfrontieren. Und es ging, glaube ich, eher darum, eine Argumentationshilfe zu bekommen, wie kann ich diesen Leuten gegenüberstehen und in den Dialog kommen. Prima, danke, dass Sie helfen wollten, aber ich glaube, es war auch gut rübergebracht. Na, jetzt kommen Sie, bitte schön. Ja, es ist wissenschaftlich und medizinisch längst erwiesen, dass der Mensch Mensch ist von Anfang an, von Beginn seiner Zeugung und nicht erst durch die Geburt ein Mensch wird. Und jedem, der abtreiben will oder der für Abtreibung ist, dem würde ich empfehlen, sich mal den Film Der stumme Schrei von Dr. Nathansen anzusehen. Dieser Film, der Dr. Nathansen, der war der größte Abtreibungsbefürworter in den USA, hat seine eigene Abtreibung gefilmt und wurde daraufhin zum größten Abtreibungsgegner, hat die größte Abtreibungsklinik der Welt geschlossen. Und da muss schon was dran gewesen sein an diesem Film, dass das also wahr ist, was in diesem Film ist. Okay, Sie haben gemerkt, dass einige der Anwesenden diesen Film mal gesehen haben. Ich muss ihn leider mir auch angucken und zwar schwierig. Wollen Sie ganz ja, kurz, ich ganz würde kurz. Das sonst so ein, ich hätte gerne mal auch mehr so ein bisschen in diese Vernetzungsstrategien da noch Fragen zu, aber ich will das hier nicht beeinflussen. Gut, wir können ja dann gleich zu den Vernetzungsstrategien kommen. Ich kenne den Film auch, aber ich würde auch sehr empfehlen, das wäre auch eine Anregung an die Pro-Choice-Gruppe, dass man sich den Film Ziankali von Friedrich Wolf einmal anschaut. Der ist neu aufgelegt in Babelsberg in dem Filmstudio. Da ist ein Begleitheft dabei, was eine sehr bekannte Soziologin auch geschrieben hat. Und dann sieht man, ich will jetzt den Inhalt nicht, Sie sollen sich ja den Film anschauen, man sieht, dass mit jeder Verschärfung von Abtreibungsgesetzen das zum sozialen Problem wird. Eine Frau, die Geld hat, findet immer einen Arzt, die den dann auch bezahlen kann. Und eine Frau, die das nicht hat, die muss halt dann, weil sie das Kind nicht bekommen kann, will, sie braucht ja einfach zu sagen, ich will das nicht, das reicht auch als Grund, aber das heißt immer noch nicht, dass sie für Abtreibung ist, sondern dass sie eben das aus welchen Gründen auch immer nicht haben will. Und das wird dann zum sozialen Problem, weil die Abtreibung halt dann in solchen Situationen, wo es verboten ist, richtig, dann nicht zu finanzieren ist. Und das zeigt dieser Film ganz wunderbar. Und es ist ein ganz berühmter Dramaturg und Arzt, der diesen Film gemacht hat. Ein Arzt, der die Erfahrung hatte, der eben auch mit dieser schon bemerkten Else Kienle zusammengearbeitet hat. Und das würde ich wirklich sehr empfehlen. Zeigt ihr mal den Film. So, ich habe jetzt, Dankeschön für die Anregung. Ich glaube, es sind viele auch hier, die in Frauengruppen oder irgendwo organisiert sind oder auch Männergruppen, die mögen sich den mal angucken. Jetzt habe ich drei Wortmeldungen. Spricht was dagegen, wenn ich die nach und nach nehme? Sonst wird jede Beantwortung so lang und wir haben wenig Zeit. Ich kann dann sehen, ob es das ähnliche Thema ist und sonst gehe ich da entsprechend mit um. Jetzt waren der Herr da, dann kommst du, Heike, und dann die Dame da rechts.
Ja, meine Frage an Herrn Majesch wäre gewesen, Sie hatten ja als Ziele dieser Gruppen genannt scheinbar christliche Hintergründe und scheinbar lebensschützende Hintergründe. Die klaren nationalen Hintergründe, die ich sehe, wenn ich diese Gruppen beobachte, ist auch ganz einfach, dass eine Aufvolkung dadurch erzielt werden soll und auch eine eigene Aufvolkung, dass gesagt werden kann, also klar, wir züchten uns unsere Kinder, unsere Jugend, unsere Zukunft selber und brauchen dann im Gegenzug keine Fremden herzuholen. Ist das was Sie auch so beobachten oder sehen Sie es anders? Die anderen Wortmeldungen waren sicher aus dem vorigen Thema oder soll ich meine das? War zum vorigen Thema. Okay, dann lassen wir das. Und Ihre war auch anders. Dann, ja, meine auch. Dann beantworten Sie erst. Dann ist okay. Also um ganz korrekt zu antworten, muss man sagen, ich hatte es ja vorhin gleich zu Beginn meines Vortrags gesagt, diese Lebensschutzbewegung als einen monolithischen Block anzusehen, wäre falsch. Ebenso auch ihre zu gucken, zu sagen, alle sind ganz tief mit rechtsextremen Ideologien verstrickt. Aber das gibt es sehr wohl und auffällig häufig, gerade eben auch bei diesen Organisationen, die ich jetzt hier vorgestellt habe, oder bei einem netten Herrn, der gerne deutsche Ärztin anzeigt. Wenn man sich auf dessen Homepage anschaut, dann gibt es eben diesen Zusammenhang schon, der da zusammen hergestellt wird zwischen angeblich explodierenden Raten von Abtreibungen in der westlichen Welt und angeblich explodierender Massenmigration. Ja, der wird gerne hergestellt, gerade und der ist so ein gemeinsamer Nenner eben auch von nationalistischen Akteuren in Europa, wenn man sich das mal anschaut. Das war zum Beispiel auch Thema in Verona, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei dieser großen Anti-Abtreibungskonferenz. Also diese Vorstellung, dass da, und sehr oft nimmt sie halt einfach konkret auch verschwörungstheoretische Formen an, im Hintergrund jemand daran arbeitet, auch wenn es selten offen gesagt wird, die weiße Rasse wegzuzüchten, indem auf der einen Seite weiße Frauen irgendwie dazu gebracht werden, abzutreiben und auf der anderen Seite halt vorwiegend Männer aus dem Nahen Osten und Afrika nach Europa geholt werden. Ja, diese Vorstellung gibt es und sie ist sehr weit verbreitet unter Lebensschützern. Ja. Ja. Also in der extremsten Form sind das dann auch, wird auch klar gesagt, wer dafür die Schuld trägt, nämlich die jüdische Weltlobby. Aber das ist dann die extremste Form. So, Heike. Ja, ich möchte einfach noch mal was zu einzelnen Wortmeldungen, die schon gefallen sind, sagen und die nicht wie unwidersprochen im Raum stehen lassen. Wissenschaftlich belegen lässt sich, wie Sie alle wissen, so einiges. Die Frage, wann Leben beginnt, ist letztendlich wissenschaftlich gar nicht zu klären. Das ist eine Frage, die in der Wissenschaft, in der Biologie vielfach gestellt wird, ganz unterschiedlich beantwortet wird. Und es ist sicherlich eine Frage, die einen ethischen Hintergrund hat und die auch in Bezug auf die Schwangerschaft so klar nicht zu beantworten ist. Wann beginnt es jetzt? Wann beginnt das Rechtswesen oder das Rechtssubjekt? Das Rechtssubjekt, das ist eine ganz andere Frage und da hat die Gisela ja schon ganz klar was zu gesagt. Und wir hatten hier am Freitag einen Vortrag von Christina Hähne, die ja alle kennen, aber auch von Alicia Bayer, die auch heute Abend hier ist. Das ist eine junge Ärztin, die von Berlin nach Gießen kommt, nachdem sie verschiedenste Stellen abgeklappert hat. Wenn du daran denken würdest, das andere auch noch vorher? Ich würde gerne zwei, drei Punkte noch machen. Du bist Mitveranstalterin, ne? Unwidersprochen stehen lassen, das finde ich einfach, das kriegt ein schräges Gewicht. Die muss nach Gießen kommen, nachdem sie verschiedene Stellen abgeklappert hat, weil sie nirgendwo lernen kann, wie ein Schwangerschaftsabbruch wirklich fachfraulich gemacht wird. So, und das ist jetzt mein letzter Punkt. Ich arbeite seit über 20 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, ich habe unter anderem auch 8 Jahre in Zentralamerika gearbeitet und gelebt. Dort wird gerade in El Salvador, wenn solche Leute wie die, die du gerade beschrieben hast, sozusagen stärker werden, dort wird gerade eine junge Frau, die ist 21 Jahre alt, die ist vergewaltigt worden und aus dieser Vergewaltigung schwanger geworden.
die hat ihr Kind verloren, ihre Mutter hat sie blutend in die Klinik gebracht und in der Klinik ist sie angezeigt worden. Das heißt, sie ist direkt aus der Klinik, nachdem sie einigermaßen transportbereit war, in Haft gekommen und ist zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Davon hat sie inzwischen 3 Jahre abgesessen. Sie ist vor 2 Jahren freigekommen und die Staatsanwaltschaft in El Salvador hat sie jetzt erneut, also die ist in Revision gegangen. Die junge Frau ist immer noch nicht endgültig sozusagen rehabilitiert. Zu solchen Auswüchsen kommt das. Ich will das einfach nur noch mal die andere Seite darstellen. Und es gibt massenweise junge Frauen, die in solchen Ländern sich umbringen, weil sie die ungewollt schwanger werden, die sich umbringen, weil sie keinen anderen Ausweg sehen. Ja. So ein kleines bisschen verändert, gerade hier aufgrund dieses letzten Kommentars. Wir haben ja jetzt ganz viel sehr, sehr Schlimmes, sehr Schreckliches gehört, was Frauen passiert, wenn sie abtreiben, was ihnen von Männern oder von Regierungen oder Gesetzen oder was auch immer droht. Aber was ich vermisse bei ihren Darstellungen und bei ihren noch sehr intensiven Recherchen, das ist die Darstellung, wie geht es denn der Frau nach der Abtreibung? Und ich bin so offen und sage Ihnen, ich habe vor 44 Jahren ein Kind abgetrieben. Nicht, weil ich wollte, sondern weil die Umstände mich dorthin getrieben haben. Und es war so, dass ich die ersten Jahre, gerade so die jungen Familienjahre, konnte ich das wunderbar verdrängen, weil es ist immer viel los. Sie haben viel Action, sie haben kleine Kinder, Beruf und was auch immer. Aber interessanterweise, ich war selbst erstaunt, ist das in meinen Mit-50ern wieder wie ein Bumerang auf mich zugekommen. Und ich finde, das darf man nicht verschweigen. Man kann nicht nur pro Abtreibung reden und das und nur nach Recht und Freiheit, also ich überziehe das jetzt ein bisschen, schreien, das gehört auch dazu. Danke für Ihre Frage. Gut, sonst hätte ich mal geantwortet. Achso, ja, dann machen Sie. Ich finde das erstmal sehr gut, dass Sie das so offen hier gesagt haben. Ich finde es auch gut, dass Sie sagen, dass Sie vor allem jetzt in den 50er Jahren da verstärkt zurückdenken und auch sicher sehr, sehr traurig sind. Das weiß man, dass man in den 50er Jahren, das ist dann wieder die Enkelzeit, dann kommt sozusagen so etwas zurück. Ich habe solche Frauen als Frauenbeauftragte auch kennengelernt, auch begleitet. Und wenn der Eindruck hier entstanden sein sollte in dieser Veranstaltung, dass das eine leichte Entscheidung ist für eine Frau, ich glaube, dann fühlen sich alle drei hier zumindest und auch andere im Raum sicher an dieser Stelle falsch verstanden. Worum es hier geht, ist, dass Frauen nicht abgeschreckt, nicht abgehalten werden, die Beratungen von Pro Familia oder auch von den anderen Beratungsstellen der beiden Konfessionen aufzusuchen und die dort wahrzunehmen, selbst zu entscheiden, sich dann auch informieren zu können und Ärzte zu finden. Worum es heute hier geht, ist etwas, deswegen habe ich mich auch noch mal engagiert nach vielen, vielen Jahren, ist, dass mir jetzt klar wird, alles, was wir in den 70er, 80er, 90er Jahren erkämpft haben, was nicht ausreichend war, aber zumindest doch so gehalten hat, dass wir Frauen verhindert haben, dass sie wieder zu Engelmacherinnen gegangen sind und so weiter und so weiter, dass das jetzt erneut
und zwar strategisch hervorragend, fantastisch vernetzt, geradezu gespenstisch, mit allen möglichen, bis hin zu Anzeigen, bis hin zu Einschüchterungen und solchen Dingen, wieder neu Frauen davon abhält, Ärztinnen abhält, Ärzte abhält. Und das hat mich erschreckt. Und von daher danke ich für dieses Votum. Es ist nicht leicht für eine Frau, aber wir sind aufgefordert, jeder Frau, die vor dieser Entscheidung steht, zu helfen. Und wenn sie sich entschieden hat, egal wie, dann sind wir bei ihr. Auch beim Begleiten, wenn sie es getan hat, auch beim Begleiten, wenn sie es nicht tun will. Das ist unsere Aufgabe und das ist auch Sinn dieser Veranstaltung. Ja, hier eine Wortmeldung hier. Mein Name ist Christa Becker. Ich wollte auch dem Herrn Weber vielleicht das sagen. Ich beschäftige mich eigentlich auch schon seit fast 50 Jahren mit diesem Thema und ich habe genau den gleichen Eindruck, dass wir alles wieder zurückdrehen. Aber ich muss sagen, es ärgert mich auch seit 50 Jahren, dass es immer nur als das Problem der Frau gesehen wird. Genau. Es ist das Problem der Männer auch. Wenn wir es endlich schaffen würden, die Männer dazu zu kriegen, dass sie Verantwortung übernehmen, und zwar sowohl bei der Verhütung als auch wenn das Baby entstanden ist. Wenn sie Verantwortung übernehmen würden, würden viele, viele Abtreibungen überflüssig sein. Jetzt bin ich mal diplomatisch und lasse den einzigen Mann an diesem Podium dazu antworten. Ich habe Sie gesehen. Oder? Sind Sie überfordert? Vollkommen richtig. Ja, was gebe ich dazu an? Sie haben vollkommen recht. Es war ja keine Frage, es war eine Feststellung und die ist vollkommen richtig. Okay. Dann habe ich da hinten. Nee, Sie, Weber, wenn Sie so nett sind, darf ich Sie nach hinten stellen, falls ich keinen mehr habe? Ja, dann entschuldigen Sie, aber da war noch eine neue Wortmeldung. Wir sind ja noch gespannt auf neue Anregungen. Hier? Wo noch? Ich werde so geblendet. Hier. Wo denn? Da drüben. Da nehmen wir her einen Spaß. Achso, da hinten der Finger da. Finger letzte Reihe, ne? So, Sie sind dran, bitteschön. Also ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Leute, die sich für das Leben einsetzen, dass das die eigentlich Bösen sind. Und ich finde die Veranstaltung ungemein einseitig und ich vermisse jemanden, der sich dafür ausgesprochen hätte. Danke. Können Sie mich lauter? Ich kann nicht. Sonst gehen Sie einfach in die Mitte und reden dort laut. Also bei der Sache eines Kindes, dass ein Kind entstanden ist, liegt nicht nur an der Frau, sondern liegt an einem Mann auch. Und ich finde, heutzutage gibt es viele Männer, die Frauen sexuell missbrauchen, ausnutzen, ihre Schwäche ausnutzen. Und ich finde in Ordnung, dass die Organisatoren der Pro Familia die Frauen beraten, abzutreiben, ohne den Mann zur Verantwortung zu ziehen. Das heißt, ich würde das Kind zur Welt bringen, wenn ich Frau wäre, und dann danach den Mann zur Kasse bitten. Denn er hat verloren. Also, Ja, ich finde, da hat der junge Mann ganz recht, aber das Problematische ist, dass seit 1872, seit der Paragraph in Kraft ist in Deutschland, richtet er sich eben nur an die Frauen. Ja, niemals ist jemals
der ja wie auch immer dazugehörige Mann überhaupt nur ins Blickfeld gerückt worden oder geschweige denn zur Kasse gebeten worden oder zu, weder zu Geld noch zu Gefängnis noch zu Zuchthaus verurteilt worden, sondern es ist immer die Frau. Und das, ist in der Tat eine lange Diskussion auch innerhalb der emanzipatorischen Frauenbewegung, dass das eigentlich ein Unding ist, aber nie hat sich das geändert. Das ist völlig richtig und ja, das, dann müssen wir vielleicht auch mal dranbleiben, ja, das, warum das eben nur ein Frauenproblem ist, weil es gehören ja schon immer zwei dazu. Bitteschön. Ja, hallo, mein Name ist Pamela Lenz. Achso, Entschuldigung, ja, da kommen Sie mit dem, die Damen. Entschuldigung. Ja, entschuldigen Sie, das war. Soll ich mich nochmal setzen? Oder? Nein, nein, ich habe nicht. Okay. Ich möchte eine Antwort geben auf Sie in der ersten Reihe und auch den jungen Herrn hier hinten. Also, wenn Sie die Männer meinen, fühle ich mich natürlich komischerweise angesprochen. Es ist so, dass meine Tochter jetzt 15 Jahre alt ist. Und sie ist ungewollt sozusagen entstanden, aber es war dann so. Ich habe von der dazugehörigen Frau gesagt bekommen, wenn du damit nichts zu tun haben willst, dann musst du dich ab jetzt nicht mehr melden. Das ist die Botschaft an Sie. Mit meiner Tochter habe ich unheimlich gutes Verhältnis, das ist wunderbar. Und Botschaft an Sie. Sie hatten ja gemeint, der Mann müsste auch nicht zur Kasse gebeten werden und so. Ich zahle freiwillig mehr, als ich muss und das schon seit 15 Jahren. Deswegen ist es jetzt kommen Sie mit Ihrer Frage. Ich wäre dankbar für Wortmeldungen. Dann bleibt das ein bisschen ruhiger hier. Mein Name ist Elke Mitgedippelt. Ich habe noch mal eine Frage zu der Vernetzung. Also Sie haben ja jetzt eher einzelne Personen rausgestellt, wo man denkt, ach, das sind ja nur Einzelne, aber man hat den Eindruck, dass sie unheimlich viel bewirken. Ist das etwas, wovor wir uns fürchten sollten? Gibt es da einen Trend abzusehen, dass sich mehr und diese Gruppen größer werden und auch mehr vernetzen? Oder ist das einfach nur die Tatsache, dass man sich heutzutage eher vernetzen kann? Wie schätzen Sie das ein? So, dann kann ich vielleicht auch gleich nochmal auf die Dame eingehen, dass hier sogenannte Lebensschützer als böse dargestellt werden. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Also als erstes dann vielleicht doch zu Ihrer Frage. Vernetzen die sich mehr als früher? Ja, das ist einfach technologisch einfacher geworden und natürlich kann man dementsprechend das auch organisieren. Das Agenda Europe Netzwerk, das hier aufgedeckt wurde, das hat sich einfach, das ist klar, dass da einfach mehrere Organisationen zusammenarbeiten und eine gemeinsame, deshalb heißen sie auch Agenda Europe, Agenda verfolgen. Müssen wir davor Angst haben? Sie haben die Forderungen gesehen, dieses speziellen Netzwerks. Sagen wir mal, um ganz zu tun, das sind wahrscheinlich nicht alle Forderungen, werden von allen sogenannten Lebensschützern da unterzeichnet werden. Aber vor diesen Forderungen muss man natürlich Angst haben. Ich meine, das ist in diesem Netzwerk, das will den aus der Grundrechtscharta den Artikel zur Nichtdiskriminierung streichen. Da geht es dann nicht nur um die Diskriminierung von Frauen, sondern auch von Menschen aufgrund ihrer Rasse, ihrer Religion und allem anderen. Man kann sich fragen, warum sie das alles streichen wollen, weil sie gerne diskriminieren möchten. Weil sie natürlich in ihrer natürlichen Ordnung ist die Vorstellung davon, dass es eine von Gott gegebene Ordnung ist und der hat sich der Staat unterzubeugen. Auf gut Deutsch geht es hier einfach um ein Staatsverständnis, das ich nur von Gott herleiten kann. Das muss ein, wie auch immer geartete, Gottesstaat sein, ja, der göttliches Recht in menschliches Recht umsetzt. So, um es Ihnen zu sagen, nein, ich halte nicht alle Menschen, die vor einer Mahnwache stehen, weil sie glauben, sie würden Kinder retten vor der Abtreibung oder den Mord, wie sie es sagen, für schlecht. Ich halte die Organisatoren solcher Vereine und die Agenten, die sie vertreten, in der Tat für schlecht. Und genauso sollten sie auch dargestellt werden. Denn das, was da vertreten wird an Ideologie, das ist hochgradig frauenfeindlich, es ist homophob, es ist, wenn man noch genauer hinschaut, oft auch ganz oft rassistisch. Und solche Menschen werde ich gerne auch öffentlich auf dieser Bühne als schlechte Menschen bezeichnen. Ich bin Referentin bei den evangelischen Frauen Hessen-Nassau und wir haben auch gerade ein Heft zum Thema gemacht, wie Rechtspopulismus und Frauenbild.
Und ich finde das wahnsinnig spannend, weil es irgendwie immer wieder kommt. Also die Uteruskontrolle, wenn man das so sagt, in diesem rechten Denken. Und ich habe immer wieder Erklärungsansätze gehört dazu, wie diese beiden Aspekte zusammenkommen oder warum die so überzufällig häufig irgendwie zusammen gedacht werden. Und da hätte ich einfach nochmal so eine interessierte Nachfrage an die jetzigen Referenten, wie die das sehen. Also würden die eher sagen, okay, das ist irgendwie in der Genese dieses rechten Denkens drin, dass man die Bevölkerung kontrollieren will, dass man auch die Bürger kontrollieren will, die da wohnen. Oder ist das so, dass Unsicherheiten, die durch solche gesellschaftlichen Umbrüche ja erzeugt werden, da abgegriffen werden, um sozusagen jemanden zu mobilisieren oder beides? Also das fände ich einfach nochmal spannend, das noch, also sicherlich heute nicht erschöpfend zu beantworten, aber nochmal einen Blick darauf zu kriegen. Also ich finde die Frage so super, soll nicht werden, aber ich tue es jetzt mal. würde das einfach nutzen, wenn Sie dazu einverstanden sind, dass diese Frage von beiden Referenten beantwortet wird und es dann damit auch zum Ende käme. Dann ist unsere Anspannung gut. Ich finde die großartig für ein Schlusswort. Danke, dass Sie das uns zugespielt haben. Vielleicht erkennen Sie es, wenn er antwortet. Und dann sage ich es. Fangen Sie an. Sind beide überfordert? Nein, ich bin nicht überfordert. Nee. Die Frage, es ist ja kein Widerspruch, ne? Also es ist, meine Antwort ist, es ist beides. Natürlich, gesellschaftliche Umwälzungen rufen gerne ein Rollback hervor, weil irgendwie sich tradierte Werte dann irgendwie als Anker anbieten in einer Welt, die man nicht mehr zu verstehen glaubt. Trotzdem ist natürlich die Kontrolle der weiblichen Sexualität irgendwie ein Kern rechten Denkens. Warum? Weil eben rechtes Denken, also rechtsextremes Denken um die eigene Ethnie oder Nation, je nachdem, nach Definition, um was es geht, kreist. Und der Kern, beziehungsweise die Keimzelle der Nation, hört man auch immer oft, ist die Familie, und zwar die heteronormative Familie, Mann, Frau und möglichst viele Kinder. Und da wir nun mal auch in einem Patriarchat leben und das auch nach rechter Vorstellung genauso natürlicherweise so sein sollte, ist es die Aufgabe des Mannes, die Sexualität der Frau zu kontrollieren, um eben den Fortbestand der Nation garantieren zu können. Denn man stelle sich mal vor, und das ist, glaube ich, das ist jetzt übertrieben geschildert, aber das spukt da, glaube ich, in den Köpfen herum, ist ja die Vorstellung, wenn man Abtreibung jetzt einfach heute hier einfach legalisieren würde, keine Einschränkungen mehr machen würde, dann glaube ich, haben die wirklich die Vorstellung, dass dann Frauen munter drauf losgehen, erstens sich in ihrer Sexualität nicht mehr einschränken lassen und dann zweitens munter drauf losabtreiben. Das ist, glaube ich, die Vorstellung davon, die bei vor allen Dingen den Männern hinter diesen Organisationen herrscht. Ja, es ist sehr zentral für rechtes nationalistisches Denken. Ja, ich denke, das Dilemma ist, dass man den Frauen einfach nicht zutraut, dass sie in der Lage sind, über ihren eigenen Körper und ihre Sexualität zu bestimmen. Das hat natürlich historische Wurzeln, die weit über die Zeit hinausgehen, mit der ich jetzt begonnen habe. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es wirklich darum geht, um die, das kann man auch in den, bei den Verhandlungen, wenn es über Gesetze, zum Beispiel Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, oder soll das uneheliche Kind dem Ehelichen gleichgestellt werden, die Protokolle habe ich immer gelesen, dann geht es eben um Ideologien auch und um die gewünschte Ordnung. Und was die gewünschte Ordnung, wenn zum Beispiel eine Parlamentarierin sagt, wir wollen die Kinder gleichstellen, das ist jetzt wirklich, was passiert ist bei der Formulierung, und dann sagt die andere, ja, sie haben ja irgendwie von der anderen Partei, sie haben ja irgendwie recht, weil das Kind kann ja nichts dazu. Aber es ist in einer tragischen Weise betroffen und wir können es nicht gleichstellen, weil es geht über die gewünschte Ordnung hinaus. Und was die gewünschte Ordnung ist, egal ob das jetzt um diese Selbstbestimmung um den eigenen Körper geht oder ob es um die Gleichstellung von nicht-ehelichen Kindern geht, das bestimmt letztlich dann doch die
Kirche und die, die immer Einfluss darauf genommen haben. Auch die Protokolle gibt es, wo dann die Bischöfe halt von beiden Kirchen auch da ihre Anliegen reinbringen. Und diese Ideologie, damit bin ich auch noch nicht ganz fertig, was der Kollege ja auch schon richtig dargestellt hat, dass die Keimzelle der Nation, dieses Vater, Mutter, Kind, dieses Idealbild, was eigentlich heute nur noch statistisch gesehen weit es sich um Kinder handelt, die noch nicht volljährig sind, nur von 20% oder schon ist ja doch eine große Anzahl, aber es sind eben 20% und nicht die Mehrheit gelebt wird. Aber dass das immer noch die gewünschte Ordnung ist, an der irgendwie alles dann auch gemessen wird, das ist, ja, das kann ich nicht anders bezeichnen, als, ich nenne es Familismus, das ist eine Ideologie, die dazu führt. Und da wird ja dann auch alles Fremde ausgegrenzt. Das ist auch in der Historie dieser Ideologie drin. Früher in 50er Jahren, als ich aufgewachsen bin, da durfte ein katholischer Mensch keine evangelische Frau heiraten. Das war eine Mischehe. Heute, dann später durfte man zwar einen Freund haben, der vielleicht irgendwie aus Griechenland kommt, aber doch um Gottes Willen, ja, was wird dann? Und heute ist es eben diese Vermischung, die übrigens in 50er Jahren auch schon als Schreckbild dargestellt wird, dass wir da eine vermischte Bevölkerung haben, die nicht mehr weiß und deutsch ist. Aber was der Kern dieser Ideologie ist und was immer wieder dazu führt, dass die aufrechterhalten wird, dass die Wirkmächtigkeit, wie ich es nennen würde, da müssen wir dranbleiben, aber auf jeden Fall ist es gegen die Selbstbestimmung und auch gegen die Vielfalt, eben die wirklich die Menschen ja leben und die wir eben ja glücklicherweise auf unserem Planeten haben, wenn wir immer wieder an solchen Idealbildern, die eigentlich in der Realität gar nicht mehr die Bedeutung haben, aber doch dazu führen, dass so vieles ausgegrenzt wird, dass Fremde nicht rein sollen, dass sie dann im Meer ertrinken, dass Frauen nicht geholfen werden soll, wenn sie wirklich geholfen werden müssen. Das hängt schon damit zusammen. Und da müssen wir dran arbeiten, dass das anders wird. Da müssen wir was entgegenhalten. Wir hatten uns darauf geeinigt und es war so eine Abstimmung per Akklamation, dass Sie alle einverstanden waren, wenn das die beiden Schlussworte der Referenten waren. Von daher warten Sie unsere nächste Veranstaltung dran und melden sich zuerst. So, ich habe jetzt noch die Bitte an Frau Joyce, die wollte noch gerade über das, bitte bleiben Sie doch, wir schließen wirklich in 3 Minuten, wenn Sie das... Ja, schafft ihr das kurz? 2 Minuten. 2 Minuten. Weil das ist immer so schade, wenn sie gehen. Okay. Sagt ihr was zu den Aktivitäten? Ja, genau. Ja, ich bin ja auch Aktivistin. Da hinten ist noch Material. Bin ich oder brauche ich ein Mikrofon? Wir sind von Pro-Choice Gießen und möchten uns einfach ganz kurz vorstellen. Pro-Choice Gießen ist ein Aktionsbündnis aus verschiedenen Einzelpersonen und Gruppierungen, wie die Omas gegen Rechts, die da sind, den Dekanatsfrauen, den kritischen Ärztinnen, Alarm gegen Sexkauf und Menschenhandel und einigen mehr. Wir fordern die Informationsfreiheit für Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Wir fordern die Informationsfreiheit für Frauen, die sich über Abbrüche informieren wollen. Und wir fordern die Entkriminalisierung von Ärzten und Ärztinnen, die Abbrüche anbieten.
Das bedeutet, wir fordern die ersatzlose Streichung von § 219a Strafgesetzbuch. Und das eint Pro-Choice Gießen. Der § 219a besagt aktuell, dass Ärztinnen und Ärzte nicht werben dürfen, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Das bedeutet konkret, dass sie nicht informieren dürfen. Erst im Juni sind zwei Ärztinnen angezeigt worden, verurteilt worden, weil sie zwei Worte auf ihrer Webseite hatten, nämlich medikamentös und narkosefrei. So, aus Angst, unter anderem vor Strafanzeigen, bieten immer weniger Kliniken und Ärztinnen in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche an. Dadurch kommt es zu einer Versorgungslücke, das kam vorhin schon. Genau. Das Problem ist, dass diese Versorgungslücke kombiniert mit dem Mangel an Informationsrecht die Frauen dazu bringen kann, wieder zu unprofessionellen Lösungen zu greifen. Und wir hatten vorhin Zahlen, da ging es in die Millionen weltweit Frauen, die verletzt werden. Ich habe eine Zahl von fast 23.000 Frauen, die jährlich sterben an unsicheren und unprofessionell durchgeführten Abbrüchen. Vorhin gab es in die 70.000 die Zahl. Also es ist nach oben offen. Wir fordern das Informationsrecht und sind gegen § 219a. Vielen Dank. Vielen Dank, Angela. Ich bin Dennis, ich bin auch bei ProChoice Gießen und bei uns kann man mitmachen. Alle können mitmachen, die das wollen. Und jetzt natürlich die Frage, was machen wir denn überhaupt? Wofür wir sind, das wissen wir schon. Und wir sind vor allen Dingen dafür zu informieren. Wir wollen informieren, aufklären. Man kann ein Tabu nur abschaffen, indem man darüber spricht. Wenn keiner darüber spricht, bleibt es ein Tabu. Deswegen möchte ich nur ganz kurz erzählen, was wir schon gemacht haben. Wir sind ein sehr, sehr junges Aktionsbündnis. Das Ganze ging los auf Heikes Initiative hin. Letzten Dezember ganz toll. Heike war der Meinung, es reicht, es muss was passieren. Die Leute müssen auf die Straße gehen. Das war vorher nicht der Fall. Dann hat Heike sehr, sehr schnell mobilisiert. Wir hatten hier in Gießen auf dem Berliner Platz eine große Kundgebung und sechs Städte. Insgesamt sieben Städte sind ganz spontan mitgezogen. Jetzt hatten wir so ein bisschen Blut geleckt und wussten, okay, es muss weitergehen. Und es wurde größer. Viele haben erkannt, es ist ein Problem, das auf der Straße auch zum Ausdruck kommen muss. Dann hatten wir unsere nächste Aktion am 26. Januar. Es war eine bundesweite Aktion mit diesmal insgesamt 36 Städten. Kundgebung, Demos, alles, was man sich so vorstellen kann, einfach weil der Unmut so groß ist. Dann ging es noch weiter am Weltfrauentag, am 8. März. Da hatten wir dann einen Flashmob, das war ein bisschen kleiner, aber wir haben uns generell dem Weltfrauentag angeschlossen. Wir hatten auch einen Infostand, wir wollen informieren, das war am 1. Juni auf dem Seldersweg. Und dabei sind wir mit ganz vielen Menschen in Kontakt gekommen, aus unterschiedlichen Beweggründen haben sie mit uns gesprochen. Und mir wurde auch klar, es ist vielen noch nicht klar, wie problematisch die Situation ist, dass Frauen sehr häufig nicht guten Zugang oder schweren Zugang, zunehmend schweren Zugang zu sicheren legalen Abbrüchen haben. Deswegen machen wir weiter. Es betrifft Schwestern, Töchter, Mütter. Die sind potenziell alle gefährdet. Und wir wollen uns dafür einsetzen, dass das so nicht weitergeht, dass die Situation besser wird. Deshalb rufen wir zur Demo auf, zum Safe Abortion Day, eine internationale Veranstaltung. Wir demonstrieren in Gießen am 28. September, also jetzt in zwei Wochen, 11 Uhr, beginnt am Rathaus, direkt hier. In Deutschland ist das Thema die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, kommt zahlreich. Dann haben wir drei Tage vorher eine Ausstellungseröffnung am Mittwoch um 18 Uhr in der Waldtorstraße 3. Da geht es um die Ausstellung Frauen zeigen Gesicht von ProChoice Gießen. Und sprecht uns gern an. Macht mit. Ja, sprecht uns gern an.